Ein herzliches Willkommen bei Stardew Valley. Hüpfen im Februar Eichhörnchen und Finken, siehst du schon dem Frühling winken. Irgendwie passt das heute derzeit dazu. Noch kein einziger Schneetropfen gewesen. Kommt der Frost im Januar nicht, zeigt er im März erst sein Gesicht. Je frostiger der Januar, je freudiger das ganze Jahr. Naja, ich hoffe ja nicht. Knarrt im Januar Eis und Schnee, gibt es viel zu ernten, viel Korn und Klee. Ui. Naja, gut, dass das nicht so ganz stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann ganz andere Sachen antworten müssen. Also viel bringt. Ehrlich gesagt, die Äpfelbäume wachsen ja auch nicht mehr so großartig. Die Ernte wird ja auch mal weniger. Das ist aber saisonal verschieden, habe ich gehört. Es gibt Gebiete, da sind die ziemlich gut gewachsen. Ich glaube, auf Dauer kommt man nicht drum rum, mal die Bäume auch zu bewässern. Also zumindest in wirklich schlimmen Zeiten. Wenn sie zu wenig Wasser kriegen, dann muss man da halt ein bisschen nachhelfen. Oh, wir haben eine neue Ente. Wie soll ich sie nennen? Frikadella. Frikadell. So. Den Namen klauen. Ich nenne sie so ähnlich. Die Tiere werden ja immer mehr. Ja, wir brauchen dringend einen größeren Stall, einer, der automatisch füttert. Ach, hast du gefüttert? Ja. So, jetzt hole ich mal bei uns am Teich wieder die Zeitung raus. Ich werde die Mappen mit der lieber am Meer angehen. Was ist mit dir? Wenn du Lust hast, kannst du mitkommen. Am Meer? Okay. Also ich schaue gerade hier bei OBS nach. Mit diesem Headset übersteuere ich nicht so doll. Fällt mir gerade auf. Ich sehe es ja mal, wenn es im roten Pegel kommt. Warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz auslernen. Ich bin gleich da. Ich bin dann schon am Meer oder am Fluss? Meer. Diese Kisten, warum schmeißt du da alles rein? Sogar die Frühlingssachen hast du damit reingepackt. Und die Fische. Weil ich einfach keine Ordnung halten kann. Ist doch ganz schlimm, wir haben doch eine eigene Fischkiste. Ich wusste noch nicht mal, dass wir überhaupt eine hatten. Die hellblaue hier an der Seite ist die Fischkiste. Ja, ich weiß jedes Mal, wenn wir die Aufnahme ausmachen, was da alles vergessen. Ach ja. So. Wir haben übrigens Kokosnüsse. Hattest du die Quest auch angenommen? Ja. Was hältst du davon, wenn wir das machen? Weil die ist nicht ewig. Lass uns mal beim Zauberer treffen. Ich guck mal nochmal. Ja, der Zauberer möchte Kokosnüsse. Ich habe zwei eingepackt, ja? Gut, ich komme jetzt vom Strand zum Zauberer. Ja, weil wenn wir es nicht machen, verschenken wir das Geld. Jetzt nicht so, dass wir reich werden oder so, aber. Cool, mit der Axt kann ich schon die Riesensteine von so einem Hof wegmachen. Tralala, tralala, hallo, Jess. Ja, ich komme ja schon. Ein Eichhörnchen. Dich nicht ablenken lässt. Ich doch nicht. Ein Schmetterling. Mädchen, hi. Die Vögel sind gerade weggeflogen in meine Richtung, also. So bist du noch zu jung. Anmarsch. Suchst du Tante Mani? Nein. Hallo, 1, 2, 3, 4. Oh nein, ich hab's schon wieder vermasselt. Dann lernen wir dazu.
Ui, 300. Wenn sich das nicht lohnt, weiß ich auch nicht. Bin ja schon beim Zauberer raus jetzt. Eigentlich Suppe? Ja, der mag Suppe. Ja. Gut. Kannst du mir noch ein Geschenk geben, wenn du willst? Deine Arbeit ist zufriedenstellend. Hier, deine Entlohnung. Was? Zufriedenstellend? Das hier. Vielleicht werfe ich es nie in die Flammen und schau, was passiert. Keine Ahnung, kann heute nicht mehr lesen. So, wir haben Kohle bekommen. Lieferung. Der Kurierdienst war erfolgreich. Komme ich eigentlich noch mehr rein, außer in diesen oberen Bereich? Ich war... Angeln, oder? Ich meine... Ja, hat der eine Büchersammlung. Okay. So. Der Mann wird gleich wieder jedem Schmetterling hinterherjagen. Ich gehe schon mal an. Ich habe viele Dinge über die Zukunft gesehen. Wenn ich dir sagen würde, könnte das ernste Konsequenzen haben. Ernste Konsequenzen, ja. Gut. Dann möchte ich die Konsequenzen nicht haben und möchte lieber angeln gehen. Meine Güte. Mann, bis du mal fertig bist, da ist der Tag zu Ende von 14:30. Ich weiß. Ich weiß. Hallo, Chess. Da steht Handy rum. Sie fotografiert am Wasser. Schönes Hoppen. Hallo Kuh, hallo Schwein. Hallo Stefan. Ich bin doch keine Kuh. Und auch kein Schwein. Ich... Jetzt geht er noch Mülltonnen fischen. Oh, hallo. Weib. Ich sage jetzt erstmal hier. Wenn ich 3 Fische rausgeholt habe, gehe ich doch rüber. Ich habe übrigens vorhin noch einen Fisch gefangen, den Karpfen. Den können wir abgeben. Der fehlt uns noch. Dann machen wir das mal. Mann, hast du einen schönen Fisch gefangen. Im dunklen Bereich, wo meine Angel reingeht, kriegt man mehr Fische. Ja, mal gucken. Kommst du mit der Trainingsangel leichter klar? Nö. Obwohl, jetzt sieht es aus, als halt. Nein, sieht doch nicht gut aus. Das Ding war schon gut oben. Die ist wirklich nur zum Trainieren gedacht und nicht zum Fangen. Du levelst damit schneller. Das heißt, wenn du was rausfängst, kriegst du vermutlich mehr Punkte. Wenn ich was rausfange, ja. Nein. Komm. Und ja, komm. Nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja. Das klingt ein bisschen wie Morse, ja. Lang, kurz. Oh, Punkt. Bei mir macht das nichts. Aber du bringst mir Glück, sieht's mal so. Das war's aber auch. Nimm vorher so eine komische Suppe, dann hast du ein Level Hilfe sammeln. Weißt du, was ich meine? Dann ist es wirklich leichter. Da würde ich ja. Forellensuppe essen? Endlich, mach das mal. Oh, ich hab einen Diamanten! Ich mag dich nicht mehr. Wir haben den.
Okay, ich mag dich. Die können wir irgendeinem NPC schicken oder schenken, bei dem du dich einschleimen willst. Du meinst bei denjenigen, der mich als nächstes mal in der Mülltonne erwischt? Wir können ja mal gucken, wann der nächste Geburtstag hat. Ich habe noch einen Schatz, vielleicht ist da auch was Schönes drin. Ja, es war dunkel, wa? Meine Angel fängt absolut jagisch, das macht noch nicht mal Mocken. Da sag ich 101 101. Ich fisch bei dir, ich möchte bei dir sein. Geht er noch nicht weg? Ich gehe jetzt im Kalender, da bringt mir mehr Erfolg, als wenn ich jetzt hier ins Leere fische. Kannst du auch noch beim Museum und beim Julia-Markt die Mülltonnen plündern? Ich weiß, dass sich das glücklich macht. Also, am 10. hat Vincent Geburtstag. Ist ein kleiner Rosenmatz. Ach, der Kleine. Der liebt Weintrauben, davon haben wir noch welche. Hier ist eine Blubberangelstelle, komm mal her! Ich komme. Da kommst du sogar ran. Ja, ich komme ja schon. Die ist rechts von mir. Meiner ist ja ziemlich langsam beim Laufen. Wenn du dich seitlich hinstellst, ja, genau so. Ja, ist soweit. Du musst es genau treffen. Ja, nein, ja. Da holt man innerhalb von kurzer Zeit, wenn man Glück hat, viele Sachen raus. Ob es jetzt immer Fische sind, wage ich mal zu bezweifeln, aber... So ist gut. Ich habe noch eine Kiste, das ist sehr gut. Ja, nein, komm. Das kann doch nicht sein. Oh. Das kann ich etwa sowas schon haben. Ach, Mist. Ach, die Blubber sind vorbei. Na, egal. Oh, da war ein Schatz. Ach, Mensch. Wichtig ist erstmal, dass du den Fisch rausholst. Schätze kriegst du immer wieder mal. Und manchmal ist in den Schätzen auch totaler Quatsch drin, wie zum Beispiel 10 Würmer. Hm. 0 Uhr. Ab nach Hause. Ich auch. Das war wohl nichts. Für mich war es was. Ich habe 8 Fische rausgeholt und ich glaube 2 Schätze. Also du bringst uns Glück. Dinosaurier bei? Nee, eine versteinerte Schnecke und ein Fächer waren dabei. Na komm. Ja, Moment. Ins Bettchen. Gut, es kommt was angeflogen. Gut. Ich würde ja sagen, dann bis zur nächsten Folge. Das hat Spaß gemacht mit dir zu angeln. Ja. Die nächsten Tage machen wir wieder neue Aufnahmen. Cool. Und ja, dann wird sich rausstellen, ob ich auch beim Angeln besser geworden bin. Oh, ich bin besser beim Angeln geworden. Das siehst du übrigens jetzt gleich. Wenn du auf OK drückst. Jutta, wir machen dann aus, weil ich habe nämlich Hunger. Ja? Okay. Warte mal kurz. Ich werde mal jetzt ja trotzdem mal schauen, was du meinst. Wenn du auf OK drückst und da steht Angeln plus 1, dann bist du aufgestimmt. Nee, bei mir war nicht. Gut. Na dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.